Vielen Dank, Thorsten. Und ja, auch vielen Dank für deine Einladung, die mir die Gelegenheit gibt, mein Habilitationsprojekt über Signal zu präsentieren. Die Habil schreibe ich auf Französisch. Also bitte ich um Verzeihung, wenn hier und da einige Begriffe nicht ganz stimmen. Also ich freue mich im Voraus auf Ihre Bemerkungen. Und naja, zuerst möchte ich einige Worte über die, wie komme ich da, über die illustrierte Zeitschrift Signal sagen. Sie war das wichtigste Organ der deutschen Auslandspropaganda im Zweiten Weltkrieg, in mehr als 20 Sprachen in ganz Europa verbreitet, aber nicht in Deutschland. Zuerst als Beilage der Berliner Illustrierten Zeitung veröffentlicht, übernimmt Signal die Form der inzwischen etablierten Publikumszeitschriften im Stil des Fotojournalismus und orientiert sich sehr stark an den Modellen der kurz zuvor gegründeten Zeitschriften Life und Match. Mit großformatigen Farbberichten und einem breiten Themenspektrum zielte die Zeitschrift darauf ab, der Welt Deutschland und das neue Europa zu zeigen, wobei sie mit Rücksicht auf das Auslandspublikum die ideologischen Botschaften milderte. Hier wurde dem ausländischen Leser, wie Sie das hier sehen, dem ausländischen Leser vor allem das Panorama einer Pax Germanica und ein Europagedanke verkauft, in dem es keinen Platz gab für betonten Antisemitismus und trotz aller antisowjetischen Zielsetzungen auch keine slawischen Menschen. Und die Hölle des Krieges wurde nur angedeutet, insgesamt aber verharmlost. Also durch ein idealisiertes Bild des Nazi-Deutschlands sollte die Unterstützung der europäischen Bevölkerungen gewonnen werden. Und neben der Kriegsberichterstattung, die mindestens die Hälfte des Volumens von jedem Heft einnahm, fand man viele Artikel, die möglichst weit gezogene Kreise ansprechen sollten, zum Beispiel über das Kulturleben, die Kunst, Film- und Theaterproduktion, die Wissenschaft, die Forschung, die Mode und auch eine Witzbeilage war dabei. Solche Beiträge dienten zur Ablenkung und sollten den ausländischen Leser für die Intention der Propaganda empfänglich machen. Also da findet man Filmschönheiten, Pin-ups und lustig anmutende Geschichten, die in der in Deutschland verbreiteten Presse undenkbar gewesen wären und die hier als Eye-Catcher funktionieren. Die zweimal monatlich erscheinende Illustrierte umfasste mindestens 40, wenn nicht 44 oder 48 Seiten. Darunter fanden sich 4 bis 12 Seiten und dies bis zum Ende des Krieges, weil die Zeitschrift als kriegsentscheidend betrachtet wurde. Also sie wurden nicht betroffen von den Maßnahmen zur Papierkontingentierung. Ab Frühling 1944 hatte sie sogar die Titelseite als Farbe. Von 120 Dolmetschern in mehr als 20 Sprachen übersetzt, in ganz Europa verbreitet, erreichte dieser Exportschlager zwischen 1940 und 1945 die stärkste Auflage aller deutschen Presseorgane. Bis zu 2,5 Millionen Exemplare wurden gedruckt und Frankreich zählte zu den Kernabsatzgebieten mit zweimal im Monat hier dem Verkauf von 500.000 bis 800.000 Exemplare. Das Forschungsprojekt untersucht die französische Ausgabe, weil sie die meistverbreitete war und Frankreich also eine besondere Rolle zugeteilt wurde im Vergleich mit der deutschen Ausgabe, die als Vorlage den Inhalt für die anderen Ausgaben lieferte. Es geht darum, für mich hier die Kommunikationsstrategien zu identifizieren, die speziell für die ausländische und insbesondere für die französische Leserschaft eingesetzt wurde. Welche Themen wurden
hier eingesetzt, aufgegriffen, in welcher Form, mit welchen Entwicklungen im Laufe der Zeit und des Konfliktes. Inwiefern und wie wurden auch die Begriffe und Inhalte der NS-Ideologie in jenem Organ verbreitet, von dem die amerikanischen und englischen Zeitungen gesagt haben, es treibe eine Soft-Propaganda in teuflisch geschickter Tarnung. Und es sei die meist gefürchtete Waffe aus dem großen Arsenal der NS-Propaganda, das sagte Live im Jahre 1943 über Signal. Also die Analyse Entschuldigung, die Analyse von dem Inhalt dieser Zeitschrift, also Texte und Bilder, ist wegen des Umfangs des Korpus eine Herausforderung. Jede Ausgabe, die französische und die deutsche in dem Falle, umfasst um die 4.800 Seiten mit mehreren hunderttausend Bildern. Und daher kam das Projekt, eine computergestützte Inhaltsanalyse durchzuführen, die sich bei großen Text- und Bildmengen zur Identifizierung von Mustern und Tendenzen besonders gut eignet. Aber eine Automatisierung des ganzen Prozesses wurde dadurch erschwert, dass keine Digitalisate der Zeitschrift vorliegen. Dazu sage ich bald einige Worte. Also um die Inhalte systematisch zu erfassen und analysieren zu können, wurde eine speziell auf das Untersuchungsobjekt zugeschnittene Datenbank aufgebaut, die aber einen experimentellen Charakter besitzt. Bei der Erhebung der Daten, bei deren Bearbeitung zum Zweck der Analyse haben sich immer wieder neue Probleme ergeben und mit den ersten Ergebnissen sind auch neue Forschungsfragen aufgetaucht. Also das zusammengebastelte Instrumentarium wurde im Laufe der Zeit getestet, verbessert, aber es bleiben noch Probleme bestehen. Also und ganz deutlich auch Grenzen. Also ich werde Ihnen zuerst die Etappen dieses noch nicht beendeten Projektes vorstellen und dabei die praktischen Probleme und methodologischen Fragen erwähnen, die sich gestellt haben und nicht alle gelöst sind. Dann werde ich anhand einiger Beispiele zeigen, wie das entwickelte Tool benutzt werden kann und schon wurde. Und schließlich werde ich einige Perspektiven erwähnen. Zuerst zum Forschungsstand, Forschung und Forschungslücken. Wo habe ich das hier? Ja. Ups. So. Also die Geschichte von Signal ist vor allem in der Monographie von Rainer Rutz von 2007 gut erforscht worden. Und die Archivarbeit wurde im Laufe meines Projekts ergänzt. Noch einige weiterführende Informationen von mir in den Archives Nationales in Paris gefunden. Und daraus ergibt sich eigentlich ein ziemlich genaues Bild von der Art und Weise, wie Signal entstanden ist, wie sich die unterschiedlichen Akteure, also hier Oberkommando der Wehrmacht, OKW, Ministerium für Propaganda und Auslandsamt, koordiniert bzw. zerstritten haben und wie sie mit den Redakteuren gearbeitet haben. Nur ganz kurz zusammenfassend, unter anderem wichtig ist die Tatsache, dass die Idee der Gründung von Signal auf eine Gruppe von Werbefachleuten, Abwehrspezialisten und Psychologen zurückging, die gegen Ende 1939 in der Abteilung für Wehrmachtpropaganda der OKW des OKW tätig waren und sie plädierten für eine Differenzierung in eine allein für das Ausland oder eine nur für das Inland bestimmte Propaganda. Das damalige Programm lautete, ich zitiere, Stärke und Leistung der deutschen Wehrmacht dem Auslande vor Augen zu führen und darüber hinaus Begriffe über die politische Zielsetzung und über das Wesen des Nationalsozialismus in einer unaufdringlichen Form zu übermitteln, die sich von den üblichen versandten Propagandaflugschriften völlig abhebt.
Zitat Ende. Also gegen heftige Widerstände des Propagandaministeriums konnte sich das Projekt durchsetzen und Goebbels selbst musste bald zugeben, dass es sich lohnte. Er schrieb schon Ende August 1940 in seinem Tagebuch, ich zitiere, großzügige Planung kostet viel Geld, aber haut auch hin. Also so viel zur Geschichte ganz kurz. Auch die Verbreitungsnetze und materiellen Produktionsbedingungen für Frankreich, vor allem die Rolle der Imprimerie Curial Achereau und des Verlegers Hachette, sind inzwischen gut bekannt. Also was wirklich fehlte, das war, also wenn auch die wichtigsten Themen und bestimmte Entwicklungen inzwischen bekannt sind, was wirklich fehlte, das war eine genaue Inhaltsanalyse von Signal. Und zu den Forschungslücken gehörte auch die Untersuchung der nationalen Varianten von Signal. Rutz hat sich auf die deutsche Ausgabe konzentriert. Das ist auch an sich interessant, weil es die Vorlage geliefert hat für alle weiteren ausländischen Ausgaben. Aber es gab ab Ende 1942 deutliche Abweichungen von der deutschen Vorlage. Und die, das heißt, dass die universelle Propaganda, das ist ein Ausdruck von Rutz, die universelle Propaganda wurde ergänzt mit Beiträgen, die speziell auf das jeweilige Publikum der verschiedenen Länder zugeschnitten waren. Also was den Zugang zu den Quellen muss ich auch einiges sagen. Die illustrierte Publikumspresse wurde in der Presseforschung lange vernachlässigt, verzeichnet aber in jüngster Zeit ein stark wachsendes Interesse. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass große Ressourcen in Form von ossirisierten Corpora, zum Beispiel aus Magazinen der Weimarer Republik, zugänglich gemacht wurden. Also hier die ganz tolle Webseite illustriertemagazine.de von Patrick Rössler. Für die Quellen aus der NS-Zeit ist alles viel komplizierter. Es gibt kaum Institutionen, die das Risiko eingehen, Zeitungen und Zeitschriften online zu stellen, so zum Beispiel die Österreichische Nationalbibliothek mit dem Völkischen Beobachter oder die UB Heidelberg mit der NS-Frauenwarte, aber da sind die Ausnahmen. Und die Zeitschrift Signal insbesondere ist nirgendwo zu finden. Sie ist durch ihre Rolle als Vermittlungsorgan der NS-Propaganda wirklich in Verruf geraten. Und so wurde zum Beispiel der 1978 veröffentlichte fünfbändige Nachdruck der Zeitschrift, herausgegeben vom Hamburger Verlag, Jahrverlag KG. Dieser Nachdruck ist auf eine schwarze Liste der verbotenen Bücher gestellt worden. Es gab vor ein paar Jahren ein groß angelegtes und kostspieliges Projekt der Universität Madrid in Zusammenarbeit mit Privatsammlern, die zur Entstehung eines Presseportals des Zweiten Weltkriegs führen sollte, im Rahmen dessen auch Signal in verschiedenen Sprachen digitalisiert wurde. Das Projekt wurde aber aus politischen Gründen eingestellt und es besteht davon heute nur eine leere Hülse ohne Zugang zu den Quellen, wenn Sie hier auf die Links klicken, das werden Sie feststellen können. Also wenn keine Digitalisate vorliegen, da greift man zum Papier zurück, aber die Papiersammlungen von Signal sind auf unterschiedliche Archivzentren und Bibliotheken zerstreut und nirgendwo komplett zu finden. Signal Deutsch ist besonders schwierig zu finden, weil die Zeitschrift eigentlich nicht massiv verbreitet wurde, auch nicht auf deutschem Boden. Für das französische Signal ist es ein bisschen einfacher, jedoch ab der Nummer 12 von 1944, also Juli, August 1944, wurde die Zeitschrift nicht mehr auf französischem Boden verteilt, obwohl die Publikation noch bis März 1945 anhält, das heißt noch mit 12 weiteren Nummern.
Und es lassen sich für die letzten Ausgaben kaum Exemplare finden, weder auf dem Büchermarkt noch in Bibliotheken. Also musste ich, um das zu analysierende Material zusammenzutragen, musste ich mit Privatsammlern aber zusammenarbeiten und verhandeln. Also diese Privatsammler spielen bei der Konservierung und beim Zugang zu diesen Quellen aus der NS-Zeit eine sehr wichtige Rolle. Sie bewegen sich aber innerhalb eines regen Netzes von Amateuren, von Militaria, welches bestimmten Regeln folgt und manchmal auch durch problematische politische Optionen gekennzeichnet ist. Also kurz gesagt, es hat viel Zeit und Mühe gekostet, auch viele Flaschen französischen Rotweins, bis ich endlich zur Durchführung meines Projektes dank dieser Privatsammler aus der ganzen Welt eine komplette französische und komplette deutsche Ausgabe zur Verfügung hatte. Da habe ich die Papierexemplare Seite für Seite fotografiert, damit die JPEG-Files dann in die Datenbank integriert werden konnten. Und jetzt müsste ich also ganz kurz zum anderen, also einen anderen Bildschirm teilen. Also hier, wenn das klappt, weil das vorher irgendwie nicht geklappt hat, hoffentlich geht es ja jetzt. Also mal sehen. Voilà. Also müsste eigentlich klappen. Ja, also dauert ein bisschen, aber also der Aufbau dieser Datenbank, die ich selber ganz allein nicht innerhalb eines großzügig finanzierten Projektes entwickelt habe. Das hat auch einige Probleme bereitet. Also dafür war ich auf die Zusammenarbeit mit einem technischen Experten aufgewiesen. Also das jetzt funktioniert das. Okay. Voilà. Also mit dem Software FileMaker realisierten Datenbank kommt man zuerst hier an, zum Beispiel erste Nummer vom Januar 1942, das heißt auf einer Seite der Ausgabe, Numéro d'édition. Hier wurden auf diesen Seiten wurden alle Ausgaben anhand ihrer wesentlichen Eigenschaften beschrieben und alle Titel der Beiträge, die Sie hier sehen, also die Beiträge der französischen Ausgabe manuell erfasst. Also findet man hier für jede Ausgabe Jahr, Nummer, Seitenzahl, Chefredakteur, Verbreitungsländer und so weiter und die Titel der Beiträge mit der Seitennummer. Wenn man auf den Beitrag auf den Beitrag klickt, zum Beispiel hier Maria Röck. Ah, der hat das nicht geteilt, also muss ich zu. Und das hier nochmal. Okay. Voilà. Voilà. Da kommt man hier an, und da auf solche diesen Seiten habe ich da jedes Mal jeden Artikel beschrieben. Also davon gibt es ungefähr 4000 inklusive Werbungen anhand von Stichwörtern. Zur Kodierung der Beiträge war die Ausarbeitung eines durchdachten Kategoriensystems unerlässlich. Es mussten Aufgreifkriterien auf der begrifflichen Ebene wirklich präzise definiert werden, um nicht wichtige Merkmalsträger
unabsichtlich auszuschließen. Auf der Ebene der formalen Codiereinheiten war die Erhebung schon zeitaufwendig, aber jedoch relativ leicht, da es sich um physisch manifeste Sachverhalte handelt, die, Patrick Rössler zu zitieren, keine Inferenz des Codierers erfordern. Also das ist meine Bibel. Also folgende Merkmale wurden zum Beispiel eingetragen: Umfang des Beitrags, also hier eine Seite, Umfang des Beitrags, Erscheinungsdatum, Platzierung, also Seitennummer, Anwesenheit und Größe der darin enthaltenen Bilder. Die Inhalte wurden dann thematisch kodiert, dafür wurde eine Hierarchie angelegt, die von allgemeinen und groben Aufteilungen zu spezifischeren Themenfeldern überging, mit weiteren Kategorien innerhalb jedes Themas. Und die Themenliste wurde Empirie geleitet, also Nachsichtung des Materials, weil nur eine genaue Kenntnis des gesamten Analysematerials eigentlich macht es möglich, die Ausbringungen, die Kriterien überhaupt erst definieren zu können. Die Klassifizierung nach dem, was man auf Deutsch wahrscheinlich Ressorts nennen würde, also hier sind das, wie Sie das hier sehen, Krieg, Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, wurde durch eine zweistufige Präzisierung ergänzt. Also hier zum Beispiel innerhalb von Kultur kann man Art, Cinema, Dance, also Tanz, Gastronomie, Literatur, Musik und so weiter sich aussuchen. Und da kann man noch weiter präzisieren. Also hier Titel von dem Film, weil es sich hier um diesen Film, ob das geht? Nee, das geht nicht. Doch. Also wenn ich normalerweise nicht hier draufklicke, kommt das, das kommt außerhalb des geteilten Bildschirmes. So, macht nichts. Also da müssen Sie sich drauf verlassen, dass wenn ich draufklicke, dass ich die ganze Seite habe. Also ich habe immer mit offenen Listen gearbeitet, damit zur allmählichen Ergänzung der Begriffslisten, also damit bei der Codierung der Inhalte keine vorgegebene Einschränkung vorliegt. Jedoch sind nicht alle Beiträge thematisch eindeutig einer Kategorie zuzuordnen, da deren Klassifikation der Inferenz, also das heißt schon eine Interpretation durch den Codierer bedarf. Und Entscheidungsregeln bei der Zuschreibung von Kategorien werden ständig weiterentwickelt, eigentlich explizit formuliert. Aber im Laufe der Erhebung haben sich immer wieder Probleme gestellt. Die Klassifizierung habe ich ständig getestet und korrigiert. Aber die intersubjektiv nachvollziehbare Beschreibung ist noch nicht ganz möglich. Also die Benutzung des Instrumentariums durch Dritte bleibt noch schwierig. Eigentlich nur ich weiß, wo es Probleme gibt, auch wenn ich das Feld Kommentar hier ergänzt habe. Zum Beispiel habe ich hier Klassifikation, da habe ich bei den problematischen Beiträgen immer hier im Kommentar sowas oder im Memo was reingetippt, Problem pour Klassifikation de cet article. Es geht um den Krieg, aber im zweiten Bild sieht man eigentlich, also es gibt Krieg, also die Front, und dann auf dem zweiten Bild die Heimatfront. Also das wäre eigentlich, das zweite Bild der Reportage wäre thematisch in Gesellschaft einzuordnen. Also ich habe das immer geschrieben, wenn Probleme aufgetaucht sind, aber eigentlich bleibt es schwierig, um da für die Benutzung durch Dritte. Diese Probleme betreffen eigentlich nicht nur die Themen bei der Klassifizierung, sondern auch zum Beispiel die Rubrik Stilform des Beitrags hier.
Typ Reportage Description, wo man sich doch vorstellen könnte, ja, man hat es hier mit sachlich beschreibbaren Kategorien zu tun. Aber während die Beitragstypen Werbung oder Leitartikel aufgrund von Inhalt, Ton oder Platzierung relativ leicht zu identifizieren sind, bereiten die Artikel von Signal, ganz viele Artikel von Signal, besondere Schwierigkeiten. Zum Beispiel wäre die Unterscheidung zwischen Bildreportage, gründlich dokumentiertem Bericht und politischer Glosse in Signal nötig. Aber es ist nicht einfach, weil zum Beispiel die politischen Glossen immer in der Art von Bildreportagen illustriert werden. Also die gewünschte Trennungsschärfe zwischen den Beiträgen hat sich als unerreichbares Ziel erwiesen. Und diese Kategorie kann ich jetzt nicht so wirklich gebrauchen, also benutzen. Auch die Entscheidung, die Bilder ernst zu nehmen, um sie zu analysieren, ließ eine ganze Liste von Problemen auftauchen. Die Codierung von Bildinhalten, wenn man das standardisieren will, das ist relativ schwierig. Es gibt die Notwendigkeit, zuerst mal die Bildinformation in Sprache zu übersetzen. Da spielt auch eine ganze große Menge Subjektivität eine Rolle dabei. Und bestimmte Kategorien waren natürlich unproblematisch, also hier schwarz-weiß oder farbig, obwohl ich manchmal schwarz-weiß und farbig habe auf derselben Seite. Also da war noch ein anderes Problem, aber Typen wie zum Beispiel Plakat, Karikatur oder Comics oder Diagramm oder das war relativ einfach. Aber die Definition von Bildmerkmalen, von Beschreibungskategorien, die speziell die Bildmerkmale beschreiben können, das war nicht immer einfach. Also ich habe hier vor allem die Bildeinstellung, Porträt und so weiter in Betracht gezogen. Das war eine große Herausforderung. Ebenso wie die Klassifizierung des Hauptbildmotivs, wo dieselben Probleme aufgetaucht sind wie bei der Klassifizierung des Themas von den Beiträgen. Und angesichts der enormen Menge an Bildern wurde mit Berücksichtigung der Bedeutsamkeit der jeweiligen Bilder hier nur für die Farbseiten sind schon fast 1000, sowie für Titel und Rückseiten, also nur diese bedeutsamen Bilder wurden intensiv kodiert. Also zum Beispiel hier, alle Couverture und Titelseiten und Rückseiten. Okay, also am Ende dieses langwierigen Prozesses der Erhebung der Daten und der manuellen Codierung stand ein nicht perfektes, jedoch gut brauchbares Tool zur Verfügung. Jetzt müsste ich also einige Beispiele für die konkrete Anwendung der Methode, also die Brauchbarkeit und die Grenzen auch des Instrumentariums, also die computergestützte Suche von relevanten Signalbeiträgen in der Datenbank mittels Schlüsselwörter hat es ermöglicht, vor allem Teilkorpora für gezielte qualitative Analysen zu sortieren, wobei die durch die Datenbank ermöglichte Quantifizierung der Items und deren Merkmale auch hilfreich waren. Also man kann zum Beispiel die Entwicklung eines Themas im Laufe einer Periode untersuchen. Hier Thema Europa zum Beispiel, von dem wir schon wissen, dass er eine große Rolle spielt in Signal, um die ausländische Öffentlichkeit
von den Vorteilen der nationalsozialistischen Politik zu überzeugen. Die Ergebnisse einer einfachen Abfrage mit auf die Titel der Artikel inklusive den Inhaltsverzeichnis zugeteilt, den im Inhaltsverzeichnis zugeteilten Rubrik zeigen, dass das Thema überall präsent ist. Wenn wir uns aber die Texte genauer hinsehen, das war schon ein interessantes Ergebnis, sieht man, dass der Begriff Europa häufig auch da auftaucht, wo an sich keine europäischen Gegenstände behandelt werden. Alles nur Schall und Rauch im Grunde. Also das sehen Sie zum Beispiel hier unter der Rubrik L'avenir de l'Europe oder d'Europe. Da geht es eigentlich um Deutschland oder, oder Frankreich, ja, aber nicht Europa an sich oder nicht zum Beispiel die europäische Ordnung. Also Stichwort Europa war da zur Schau sozusagen. Also es liegt nahe zu denken natürlich, dass die Beschwörung und dem Einhämmern des Stichwortes Europa nur einen utilitaristischen Zweck hatte, und zwar in bestimmten Phasen, darauf komme ich gleich zurück. Wenn man die Beiträge aussortiert, die tatsächlich europäische Themen behandeln, sieht man, dass neben stark ideologisch geprägten militärischen oder geopolitischen Überlegungen auch viele Artikel die Thematik in einem leichteren oder neutralen Modus behandeln, zumindest in der Oberfläche. So gibt es, wie Sie hier sehen, Yoga für Europa, aber europäische Mode auch, europäische Jugendbewegungen, europäischen Sport, europäische Musik. Aber jedes Mal, das sieht man hier rechts zum Beispiel, jedes Mal geht es hier im Wesentlichen darum, Deutschlands Beitrag zum Kontinent zu zeigen. Also das soll die Führung des Reiches, wie das im Signal hieß, durch Deutschland legitimieren. Ein genauer Blick sowohl auf die Chronologie als auch auf die behandelten Themen zeigt, dass das Thema tatsächlich erst im ersten Quartal 41 an Bedeutung zu gewinnen begann. Es gab eine Neuausrichtung von Signal mit Blick auf eine Erweiterung des Publikums, hat man hier Artikel über die blühende Zukunft Europa bevorzugt, mit Artikeln, die den Akzent auf den kommenden Wohlstand setzen. Dann gab es eine Umorientierung, mit dem Höhepunkt der Produktion zum Thema Europa nach dem 22. Juli 1941, also nach dem Beginn des Krieges gegen die UdSSR, und diesmal sind die Artikel viel politischer, also hier geht es vor allem um die Rekrutierung der europäischen Soldaten im Kreuzzug gegen den Bolschewismus. Dieses Thema erlebt ab Anfang 43, genauer gesagt, das kann man genau situieren, nach der Niederlage in Stalingrad am 2. Februar 43, erlebt dieses Thema ein Neuaufleben, eine Wiederbelebung. Und hier wird Europa im Namen der Verteidigung eines europäischen Lebensraums mobilisiert. Und wenn man sich den Stil der Beiträge anguckt, da sieht man überdramatisierend beschwört Signal das gewaltige Aufblühen Europas oder seine endgültige Vernichtung, je nach dem Ausgang des Konfliktes. Und gleichzeitig wird auch dem Leser eine attraktivere Version des aufzubauenden Europas serviert, in dem Freiheit, Einheit und Respekt jedes Einzelnen eine immer wichtige Rolle spielen, gerade in den letzten Artikeln. Die Untersuchung eines Beitragtyps kann auch interessant sein. Hier habe ich mich auf die Werbungen konzentriert. Das ist umso aufschlussreicher in dem Falle, als in den vorliegenden Studien zur Werbung im NS-Deutschland eigentlich ganz wenig steht zu dem Thema Auslandswerbung. Also das ist ein Thema, das ganz wenig behandelt wird.
Obwohl diese Auslandspropaganda eine besondere Rolle spielt, eine andere Rolle als die Propaganda intern sozusagen. Wirtschaftlich war das Hauptziel dieser Werbung in Kriegszeiten, also das war nicht dazu anzureizen, Produkte zu kaufen. Es gab die Produkte ja nicht. Vielmehr sollten diese Werbungen ein positives Image der deutschen Produkte in den künftigen großen ausländischen Absatzgebieten verbreiten. Es ging darum, das Markenbewusstsein, wie das damals hieß, das Markenbewusstsein zu festigen und auch in Regionen, die nicht belieferbar waren, gerade zu festigen und auch für Produkte, die nicht sofort lieferbar waren. Politisch war die Auslandswerbung ein Propaganda- und Werbemedium für das Deutsche Reich, das dem Motto folgte, ich zitiere hier aus dem Rechenschaftsbericht des Werberates im Jahr 1941, das Motto war, den Ausländern einen Eindruck davon geben, was deutsche Arbeit und deutsches Geistesgut denn eigentlich sei. Die Werbung wurde als Waffe betrachtet und als Teil einer Nation-Branding-Strategie. Wie verhielten sich aber die privaten Interessen der Unternehmen und die politischen Interessen zueinander? Bestimmte Indikatoren bewegen sich in Richtung maximaler Konsistenz. Zum Beispiel merkt man, dass die Einführung von Werbungen für Kosmetika, auch für Kino, im Einklang steht, also ganz perfekt, mit der Entwicklung von Signal zu weniger kriegerischen, sogar glamourösen Inhalten in den Beiträgen. In Perioden, wo die Ideologen des Regimes auch den Akzent auf die Ablenkung setzen, also vor allem in 1941 und dann auch nach Stalingrad in 1943. Aber auch Widersprüche wurden identifiziert, denn es gab nicht immer eine Übereinstimmung zwischen dem redaktionellen Inhalt, das heißt den Beiträgen von Signal und den Botschaften der Werbung. Vor allem in Bezug auf das Thema Europa dominierte fast bis zum Ende die Dissonanz zwischen Artikeln und Anzeigen. So wurde der europäische Kreuzzug gegen den Bolschewismus, das war ein Schlüsselwort in der Propaganda des Regimes und auch im Signal, dieser europäische Kreuzzug wurde sehr spät im Sommer 1944 in der Werbung sichtbar. Bisher orientierte sich die Perspektive der Werbungen an der ganzen Welt, also mehr als 10% der 1126 deutschen Anzeigen nannten als erste vom Leser wahrgenommene Information nicht die europäische, sondern die globale, internationale Dimension ihrer Reputation und des Vertriebes ihre Produkte auch sehr viel mit diesem Bildmotiv von dem Erdkugel, ein Motiv, das man nach dem Krieg sehr stark auch in der Werbung der Bundesrepublik wiederfindet. Und hier nach dieser Wende von 1944, Sie sehen vor allem hier am Beispiel von Dralle, wie sich das alles drastisch verändert hat. Da zeigt man eine ganz tolle Frau und dann plötzlich wird Dralle nicht mehr la beauté de la chevelure, sondern ein Vorbild für die wirtschaftliche Organisation Europas, weil 12 europäische Fabriken gleichzeitig sich koordinieren und Zusammenarbeit im europäischen Raum. Also das sind hier nur ein paar Beispiele. Also nur kurz wollte ich noch erwähnen, ich habe noch ein ganz kleines bisschen Zeit, wollte ich noch zeigen, was man mit dieser Datenbank machen konnte.
Es war durch die Benutzung der Datenbank relativ einfach, die Artikel zu identifizieren, die in den Ausgaben F, Frankreich und Deutschland unterschiedlich waren. Also es gab in Signal in allen Aufgaben bereits zahlreiche, oft längere Artikel, die Frankreich gewidmet waren. Jedoch gab es ab 1942 zusätzliche Sonderbeiträge in der französischen Ausgabe. Diese Unterschiede betreffen ungefähr 10% des Gesamtvolumens der Zeitschrift. Also das ist nicht wenig. Und die Frage war, welche Themen wurden hier gezielt angesprochen für das französische Publikum und welche Themen hat man dem französischen Publikum nicht serviert? Also zuerst sieht man, wie sehr die Zeitschrift auf Schmeicheleien und Publikumsnähe setzte. Frankreichs Literatur, Kunst, Gastronomie wurden in diesen Sonderbeiträgen ins Rampenlicht gerückt. Und oft findet man sehr französische Themen, wo die deutsche Ausgabe Artikel über Deutschland anbot. So zum Beispiel hier hat man diesen Artikel über die Austern. In der deutschen Ausgabe hatte man einen langen Beitrag über die Salzburger Festspiele. Wenn militärische Themen behandelt werden in den Sonderbeiträgen, da geht es vor allem in der französischen Ausgabe um die deutsch-französische Dimension, zum Beispiel mit der Rekrutierung von Freiwilligen der Ligue des Volontaires Français pour le Bolschewisme oder die Rückkehr von Gefangenen oder die deutsch-französische Zusammenarbeit. Interessanterweise wurden Artikel, die das Thema Rassenhygiene behandeln, nicht wieder aufgenommen in der französischen Ausgabe. Und es gibt im Laufe der Analyse kam das heraus, es gibt übereinstimmende Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Herausgeber die geringe Akzeptanz von Eugenikthesen in der französischen Gesellschaft berücksichtigt haben. Also das zeigt eine deutliche Anpassung oder sogar eine deutliche Verwässerung des Diskurses. Und dagegen häufen sich in der französischen Ausgabe Beiträge über die Feinde und insbesondere nach Stalingrad hämmern die Sonderbeiträge der französischen Öffentlichkeit lautstark ein, wie barbarisch die UdSSR sei. Zweifellos wollten die Redakteure mit mehr Nachdruck als in anderen internationalen Ausgaben den Versuchen der Franzosen vorbeugen, sich dem kommunistischen Widerstand zu gesellen. Insgesamt, also mit dieser Anhäufung von Artikeln über die LWF oder die sowjetische und amerikanischen Feinde, also das führt alles dazu, dass die französische Ausgabe deutlich politischer wurde. Sie sehen hier die Aufteilung der Themen für die Variantenartikel in der F und in der D-Ausgabe, also in der französischen und in der deutschen Ausgabe. Habe ich noch ein ganz klein bisschen Zeit, Thorsten? Ich habe 43 Minuten hier. Okay, cool. Die letzte Fallstudie, die ich erwähnen wollte, war und auch eine weitere interessante Forschungsfrage betrifft die Sprache, die in Signal benutzt wurde. Hier kann man sich auf die Suche nach Spuren von der LTI machen. Zum Beispiel kann man, das habe ich selber gemacht mit meiner kleinen Datenbank, kann man in den Titeln nach Superlativen suchen. Die wurden von Klemperer als Besonderheit der Nazisprache identifiziert. Also man kann nach Superlativen suchen, was auf Französisch relativ einfach ist. Man hat die Form le, la oder les, plus, gefolgt von Nomen oder Adjektiv. Aber eine echte lexikometrische Analyse benötigt natürlich die Anwendung von speziellen Tools.
Und da habe ich in Zusammenarbeit mit Kollegen aus der BBAW, also Adrien Barbarisi, und aus der ENS Lyon, mit Anatole Lucet, in Zusammenarbeit mit Kollegen wurde in den Titeln der Beiträge, die einen Korpus von insgesamt 40.000 Wörtern bilden, also wir haben eine erste Analyse durchgeführt, die parallel zur thematischen Verschiebung mit der Niederlage in Stalingrad auch eine linguistische Wende ans Licht gebracht hat. Interessanterweise konnte man diese textuelle Analyse mit der Bildanalyse vergleichen, und da konnte man Abweichungen in der Periodisierung sehen, also unterschiedliche Wendepunkte in den Aussagen von Bild und Text. Also die Bilder zum Krieg im Osten, also hier von weniger als 60% auf 75%, also die Bilder zum Thema Krieg begleiten die Auseinandersetzungen im Osten von Juli 1942 bis Februar 1943. In den Texten dagegen ist erst nach der Niederlage von Stalingrad, also die Wende ist hier, also erst nach dieser Niederlage von Stalingrad stellt man eine Überrepräsentation des Begriffes Gär fest im Verhältnis zu allen anderen Begriffen. Also in quantitativer Hinsicht ist also eine Diskrepanz zwischen einer visuellen und einer diskursiven Offensiven zu sehen. Interessant ist auch im zweiten Quartal 43, also nach Stalingrad, die Tatsache, dass sich der Begriff Lüt, Kampf, durchsetzt gegenüber dem Begriff Krieg. Also in der NS-Sprache ist der Begriff von Kampf viel stärker aufgeladen. Es geht um den Kampf gegen den Bolschewismus, wo der Begriff Krieg sich eher auf militärische Operationen im engeren Sinne bezieht. Also jetzt zum Schluss und zu den Perspektiven. Also was könnte man alles machen, wenn OCR und richtige Tools da sind und dazu noch die Kompetenzen, um diese Tools zu benutzen, weil hier eigentlich nur interdisziplinär gearbeitet werden kann. Also, wir haben mit Adrien und Anatole, wir haben getestet, was man mit Volltextfassungen machen könnte in Bezug auf die Analyse der LTI unter Anwendung von Tools aus der Computerlinguistik. Dafür haben wir innerhalb von Signal Deutsch ein Korpus definiert, ein thematisches Korpus von 100.000 Wörtern, und zwar zu dem in der NS-Ideologie wichtigen Thema Neuer Mensch, neue Ordnung. Wir haben diese Beiträge manuell gescannt, dann mit der Software Abby serialisiert, also alles Handwerksarbeit. Und wir haben dieser Korpus einer lexikometrischen Analyse unterzogen. Und interessanterweise waren die erwarteten Begriffe aus dem typischen NS-Wortschatz sehr wenig vertreten. Also hiermit war unsere Hypothese von der sparsamen Verwendung des Nazi-Jargons in Signal Deutsch wissenschaftlich bestätigt. Die Stichprobe war klein, aber trotzdem, das war ein thematisches Korpus, wo man diese Begriffe wirklich erwartet hätte. In Signal Französisch, also das war eine Analyse in Signal Deutsch, in Signal Französisch ist manchmal noch eine zusätzliche Verwässerung oder Abschwächung der Nazisprache festzustellen. Zum Beispiel findet man in der deutschen Ausgabe das Wort Lebensraum, das findet man schon. In der französischen Ausgabe wird es mit cadre digne, also eher voller Rahmen übersetzt. Das heißt, man hat das ideologisch geladene Wort aus dem Deutschen nicht übersetzt.
Auf der anderen Seite aber merkt man die inflationäre Benutzung in Signal Französisch des Wortes Fanatik, also fanatisch auf Deutsch. Also das würde dagegen für eine Importation der deutschen Nazi-Begriffe plädieren. Also gegensätzliche Ergebnisse, wenn man das so, wenn der ein normaler Mensch das liest, also eigentlich könnte ein Computer viel mehr dazu machen. Also hätte man die austerisierten Fassungen von Signal F und Signal Deutsch, dann wäre ein systematischer Vergleich der Parallelkorpora möglich. Und da könnte man wirklich die Evaluierung der Übernahme bzw. Nichtübernahme der Nazi-Sprache möglich. Manchmal ist nur ein Unterschied, der Unterschied mit einem Wort, hier die beiden Fassungen, die deutsche und die französische, und dasselbe Bild, fast derselbe Text, aber in der Legende des Bildes wurde hier das Wort Deutsch vergessen. Also man will nicht als Ziel des Staates oder der Nazi-Politik dem deutschen Mann ein heiteres Dasein sichern, sondern dem Menschen. Also da ist durch das Vergessen von diesem Worte oder die gezielte Ausweichung, da ist schon was gesagt. Also mit der kompletten Digitalisierung im Volltext könnte man natürlich auch weitere thematische Forschungsfragen vertiefen. Und in dieser Hinsicht besteht die Hoffnung, irgendwann mal das oben erwähnte Projekt eines Portals zur Presse des Zweiten Weltkrieges wieder zu beleben. Die Scans liegen zurzeit auf einem für niemanden zugänglichen Server der Universität Madrid. Damals wurde sogar die optische Zeichenerkennung, also die Austerisierung gemacht. Die war sehr schlecht. Ich habe einige Proben gesehen. Also die müsste man nochmal machen. Aber ich glaube, das wäre nicht so großer Aufwand. Die Scans liegen da. Es müssten eigentlich nur die richtigen institutionellen Partner gefunden werden, damit endlich die uneingeschränkte und nachnutzbare Bereitstellung der Ressourcen erfolgt. Die Volltextfassung würde nicht nur eine gründlichere Auswertung des Korpus, des Signalkorpus ermöglichen, das würde auch, es könnte schon bei dem Aufbau einer professionelleren Datenbank zu effizienten und intersubjektiv nachvollziehbaren thematischen Klassifizierung der Artikel beitragen. Adrian und Anatole könnten dazu mehr sagen, aber wenn die also es ist möglich, dass die Codierentscheidungen von einem Computeralgorithmus getroffen werden, also ohne Subjektivität. Und heute liegen ganz tolle lexikometrische Tools vor, die anhand von Worthäufigkeit, Co-Occurrence Analysis und Document Clustering das Thema eines Beitrages identifizieren können. Auch die Fortschritte im Bereich der automatischen Bildmustererkennung, womit Deep Learning-Prozessen die Bildermotive automatisch klassifiziert werden können, stellen eine wichtige Perspektive dar, um die Inhaltsanalyse der Ikonografie im Signal zu systematisieren. Wie gesagt, wurden von mir nur bestimmte Bilder intensiv kodiert, quantifiziert und analysiert mit Rücksicht auf deren Bedeutsamkeit, also Farbbilder, ganzseitige Bilder, Titel und Rückseite. Eine Automatisierung würde es möglich machen, das erkenne ich nur davon träumen, dass aus den mehreren hunderttausenden Bildern von Signal diejenigen abgerufen werden, die zum Beispiel, weiß ich, ein Flugzeug oder eine Kanone oder Hitler oder eine Frau zeigen. Also lauter tolle Perspektiven, aber hiermit, und ich war schon zu lang, bin ich mit der heutigen Präsentation fertig. Also ich freue mich auf Fragen, Anregungen, auch auf Kritik. Voilà, jetzt bin ich fertig. Merci, vielen Dank für Ihre Geduld auch.